Alles klar. Hey, du der Brüten mit dem Häutchen und dem viel zu kurzen Armen. Flöten-Solo. Das Lama da und spendet uns ein weiches Haar. Die Folge fängt gleich an. Jemand in die Suppe spuckt, hat sich das Lama nur verschluckt. Ich denk, zusammen sind die zwei wie Mehlsuppe und Rübenbrei. Ja, hallo und hallöchen, meine lieben Freunde. Damit darf ich euch bei einer neuen Folge von Let's Play Bandits Bonde München begrüßen. Ja, in der letzten Folge haben wir relativ funky verlassen, hier mit ein bisschen coolem Getanze und so weiter. Auch der Anfang dieser Folge war noch ein bisschen mit der Musik. Und ja, ich wollte einfach mal den Text zeigen. So. Ich denke, diese hören das aus Plutonium, ne? Ziemlich cool. Grün, grün, grün. Sind alle meine Hörner. Also man muss schon sagen, der Beat hat was. Er ist schon geil. Nein, Robert, mach einfach. Du musst nur genug Abstand halten. Ich habe zu kurze Arme für Abstand. Egal, nimm mich. Boah, Alter, ich will den Soundtrack haben. Ein Häufchen Plutonium habe ich nicht gerade berührt. Leider ist die Feinde dabei. Egal. Liebe Kinder, bitte nicht nach. Okay, aber ich möchte das Lied haben. Ihr könntet euch an der Zeile verletzen. Plutonium Staub garantiert gefährlich. Sorry, aber ich bin hier echt gerade voller mit Wippen und Blei. Habt ihr in der letzten Folge gesehen. Hallo? So, hier, du kriegst den hier. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon mal einen wesentlichen Baustein für die Zeitmaschine. Jetzt brauche ich nur noch Plutonium und einen fahrbaren Untersatz. Hier ist der Plutonium. Das funktioniert so. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon 1506, 2259. Ach, das Lama da. Man hätte auch sagen sollen. Ein Drittel, zwei Drittel. Aber gut. Jetzt brauche ich nur noch einen fahrbaren Untersatz. Es wird irgendwas farben. Ja. Jetzt guck Google. Yippie! Lasst uns tanzen! Haben wir schon. Ja, ein bisschen Lampada würde uns allen gut tun. Oder, Bernd? Sicher. Oder? Nein. Boah, Alter. Das ist einfach ein super Spiel. So, gucken wir mal, ob wir den fahrbaren Untersatz finden. Da draußen ist doch ein Motorroller. Och man, wie ruhig es einfach wieder ist. Wo finde ich denn jetzt einen fahrbaren Untersatz? Hier wäre. Ah, ein fahrbarer Untersatz, wie der Busch ihn brauchen könnte. Hey, das ist mein Motorroller. Gut, du kriegst den Ring, ich den Motorroller, Deal. Deal. Hier, lieber Langole, damit du deine Hochzeit feiern kannst. Oh, vielen Dank. Okay, jetzt gib her. Hey, das ist mein Motorroller. Könnte ich mir die ausleihen? Na klar, ich brauche sie ja jetzt nicht mehr. Sobald ich erstmal verheiratet bin, darf ich sowieso nicht mehr damit fahren. Ja, gutes Argument. Viel Spaß bei deiner Hochzeit. Viel Glück mit deinem Jack. Und danke. Ciao. So. Der Mann wird heiraten. Mein herzliches Ballad. Nee, heiratet. Boah, was weiß ich. Ich bin zu jung, um über sowas urteilen zu können. Fragt meine Eltern. Ich glaube, die haben die richtige Entscheidung getroffen. So, ich werde wahrscheinlich gleich instant wieder abgehen, sobald wir da drin. Gut, dass ihr hier aufgepasst habt, während ich den fahrbaren Untersatz geschafft habe. Muss ich gucken, dass die Musik läuft. Hätte ich das niemals geschafft. Gern geschehen. Ich denke. Ja, Wollen wir mal sehen,
fluxkompensierte Zeitreisen. Gerne doch. Nein, Chef. Du würdest doch dann nicht. Wieder an der grünen leuchtenden Plutonium-Batterie zu. Darf ich dran lutschen? Nein. Ich glaub, lass es. So richtig lauschig. Völlig bernd, so sicher wie ein ungepresster Prototyp. Der Spaltbahn-Plutonium-Betrieb wird eben sein. Was überhaupt? Ah, lol. Das passiert, wenn man in einem Computerspiel in der Zeit zurückreist. Es wird pixelig und der Sound wird piepsig. Oh Mist, ich muss mich verstecken. Handtuch? Mir ist so als erstes spontan eingefallen. Hinter diesem Stinkhandtuch soll ich mich verstecken? Ja. Also gut. Es ist so pixelig, er wird dich nicht erkennen. Okay, das nennst du also Verstecken, lieber Spieler. Boah, halt die Fresse. Oh Gott. Jetzt bin ich froh, dass das Bild so pixelig ist. Was? Mist, ich kann nichts hören. Blöderweise war die Sprachausgabe in der Vergangenheit unverständlich. Ich verstehe ja auch vieles nicht. Aber mit verstehen meinte ich jetzt was Akustisches. Ja, ja. Also was mit Hören zu tun hat. Ja. Kann man das nicht auch als Verstärker oder so benutzen? Kann ich gar nicht benutzen. Wer nicht hören kann, muss lesen. Muss ich in den Optionen die... Muss lesen. Was denn lesen? Hä? Ich kann doch gar nichts machen. Hä? Was soll ich denn machen? Ich bin... Irgendeine Idee. Vielleicht gibt's ja Untertitel. Oh. Hä? Vielleicht gibt's ja Untertitel. Palette Jakobus. Einen Typen namens Eisenbrüse Willi. Die Rechnung Lama Shop Vulkangasse 1 in Polovien. Alles klar. Immer wenn mir gerade die besten Moves entfallen. Nein, bitte nicht wieder tanzen. Bitte geh einfach, bitte. Erzähl dir was an. Oh, Mann. Okay, dann wahrscheinlich mitnehmen, ist das sowieso alles gleich, was solange sie die Poster verpixeln. Ja, dann gehen wir wieder zurück, Polovien. Okay, zurück in die Zukunft. Das war super. Wie soll ich auf die Idee mit den Untertiteln, die... Und Mist. Och man. Hat doch länger durchgehalten, als ich dachte. Als du dachtest? Erzähl, was hast du rausgefunden, Berndi? Der eigentliche Auftraggeber des Diebstahls kommt aus Polovien. Jack Fritz hat nur den Joghurt geliefert. Auf nach Polovien! Meine Frage. Trödelt doch nicht immer! Könntet ihr mich das nächste Mal nicht wieder als Handgepäck aufgeben? Danke! Also, was ich sagen wollte. Hallo, ihr Klappspaten! Oh, sie ist wieder da. Die Sicherheitsvorkehrungen der Service fallen heute aus. Wegen ist nicht! Denn ich bin auf einem Rockkonzert! Rock'n'Roll, Berndi! Woher weiß sie, dass ich da bin? Weil wir immer die einzigen Fluggäste sind. Dafür haben wir sogar die silberne Traveler-Card bekommen. Was kann man damit machen? Nichts. Aber geil! Mit der goldenen Traveler-Card hätten wir unendliche Freimeilen und könnten überall hin. Und wann kriegt man die goldene? Das haben sie nicht gesagt. Busch, kann es sein, dass dieser Flug nicht in Polovien landet? Stimmt, Berndi. Aber wenn wir die einzigen Flugzeugflieger sind, dann könnten wir doch den Herrn Pilot fragen. Ja, gute sicher. Idee. Was ich jetzt sagen wollte, gibt's die Untertiteleinstellungen nur für dieses eine Rätsel?
Kann das sein? Okay. Ja, sicher. Ja, sicher. Pilot, was geht? Gibt es hier eigentlich einen Piloten? Ja, muss ja. Irgendwie muss die Maschine ja fliegen. Und ich glaube, automatisch fliegen Flugzeuge dann doch noch nicht. Abgeschlossen. Komisch, dass der Pilot während des Fluges keine unangemeldete Gesellschaft haben mag. Ja, komisch. Klopf doch mal an. Klopf, klopf. Herr Pilot, könnten Sie vielleicht in Polovien landen? Ein Affe? Moment, Tja, deshalb sind die Preise unschlagbar. Die haben nämlich die Piloten durch rasierte Affen mit Pilotenbrille ersetzt. Mo. Aha, süß! Mo. Ja, und dumm nur, dass ich kein Äffisch spreche. Mit einem Schallwellenkonservierer, einem passenden Tonträger, dem Primatensprachcode und Permanentverbindung in Streifenform könnte ich was regeln. Also wieder zu... Warum benutzen die Affen als Pil... Ich glaube, es hat der Affe in diesem Spiel als zu hinterfragen und mal das wieder anmachen. Nein, das lasse ich so. Ansonsten muss nämlich nachher die Lautstärke beim Rendern nehmen. Ach. Wir haben hier mal eine Banane. Eine Mikrowelle. Sie hat nur einen Schalter. Bananen auftauen. Seltsam. Alles klar, dann machen wir das doch mal. Gib mir die Warum Banane. Warum nicht? In solchen Spielen wird immer alles gedrückt. Drück. So, gib mir die Banane. Eine aufgetaute Banane. Und ich hasse Bananen. Magst du eigentlich irgendwas? Glaub nicht, kann das sein? Jetzt gib dem Bosch die Banane. Banane! Nein, danke, Bernd. Ich mag keine Bananen. Ich mag auch keine Bananen, Busch. Die haben mir in der Schulzeit immer den Ranzen vollgemüffelt. Du warst in der Schule? Können wir den vielleicht den Piraten... Primaten! Geben? Das hast du nicht gerade... Warum habe ich jetzt... Warum... Egal, mit Sirup-Magazin... So sieht Hixi-Cola aus, wenn sie nicht mit Wasser gemischt wurde. Igitt. Sieht aus wie Altöl mit Leim. Moment. Das ist Altöl mit Leim. Kein Wunder, dass die Getränke hier gratis sind. Soll diese Hixi-Cola eine Parodie auf Pepsi sein? Also ich wollte das gerade so lange sagen und er hat mich einfach nicht gelassen. Das Magazin klebt am Hixi-Cola. Ja, wird Pepsi sein, ne? Jetzt nicht mehr. Ah, dann können wir... Kommen wir ja lesen, was da drin steht. Ein Magazin geologischer Ausrichtung. Und was steht da drin? Lies es doch! Sirup. Brauner Cola-Sirup. Desillusionierend. Desillusionierend. Mensch. Ist ja voll unperformant hier. Ja? Unperformant. Ein sehr schönes Wort. Das ist das Lieblingswort meines Arbeitskollegen. Ja. Eine Toilette. Eine Toilette. Sehe ich selber. Sagt mal, ihr Spieleentwickler, kann es sein, dass ihr irgendeinen merkwürdigen Toilettenfetisch habt? Außerdem ist die Tür abgeschlossen. Wir haben ja immer noch den Toiletten-Generalschlüssel. Hallo? Mach auf. Das funktioniert so nicht. Warum denn nicht? Er ist doch für alle Toiletten dieser Welt. Und wir sind auf der Welt und das ist eine Toilette. Egal, vielleicht sind wir das in den Schließfächern drin. Ein Schließfach. Da. Ja, das können wir gar nicht aufmachen. Das hier können wir auch nicht aufmachen. Hä? Was möchte denn dieser Mensch jetzt? Okay, das Gerät können wir mitnehmen, ne? Eine gute alte Analogkassette. Ja, nehmen. Der Retro-Tonträger mit der überaus freundlichen Ansage der Flugbegleiterin. Das nehme ich mal mit zum immer wieder anhören. Oh ja, immer wieder. Oder besser zum schnell überspielen. Nein, ich will diese Engelstimme für immer hören. Das hast du nicht gerade will. Warum denn nicht? Was? Hallo? Oder muss ich die Briege geben? Ah, die muss ich schon Briege geben. Alles klar. Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. Was brauchst du jetzt noch? So, jetzt fehlt mir nur noch ein Schallwellenkonservierer. Der Sprachcode der Affen. Eine Permanentverbindung in Streifenform. Könntest du das einfach auf Deutsch sagen? Brauchst du auch das Diktiergerät? Ein
Schallwellenkonservierer. Das ist auch so ein Schallwellenkonservierer. Jetzt fehlt mir nur noch der Sprachcode der Affen. Eine Permanentverbindung in Streifenform. Ist die Permanentverbindung ein Kabel oder so ein Scheißdreck? Manchmal verwirrt mich dieser Typ sehr, sehr, sehr hart. Aber ich glaube, hier ist es noch... Was ist denn, wenn wir jetzt da drin, können wir gar nicht drücken, ne? Ist ja klar. Damit kann man das freundliche Flugpersonal auf sich aufmerksam machen und weniger freundlich machen. Ein Zauberknupf! Wir haben hier dann eigentlich nur noch die Mikrowelle, die haben wir schon benutzt. So, also das heißt, der Rest wird aus meiner Kombinationsgabe bestehen. Wir sind verloren. Aber egal, diese Verlorenheit seht ihr ja dann auch erst in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben oder einen Kommentar freuen. Links zur ersten Folge und zur Playlist befinden sich unten in der Beschreibung. Und auch alle Social Media Links wie YouTube, Facebook, Proxy, Hitbox, Twitter, Instagram und AskFM. Ich sage euch von selbst tschüss, wünsche euch auch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Und ja, was gibt es denn noch zu sagen, außer Tschüssili? Ich spreche leider kein Effisch.